Ja, hallo und willkommen zurück zu Jokawatch 3, Part Nummer 12. Ja, im letzten Part haben wir gegen den Kraustrickser gekämpft, indem wir bei der, ja, bei den Wunschträumen gefangen waren von Ashley mit den süßen Sailors. Und ja, in der Zwischenzeit habe ich auch einiges hier wieder gemacht. Also ich habe hier ein paar Münzen natürlich eingeworfen. Und ich habe mit dem Küchenking, habe ich Jokawatch Blasters gespielt. Das habe ich jetzt nicht aufgenommen. Aber wir werden heute auf jeden Fall die ein oder anderen Bosse davon noch durchlesen. Aber ihr wisst ja, zuerst immer wieder schön gemütlich hier die Yokai zeigen, die wir neu bekommen haben. Na, und direkt Gold, okay, nimm mal gerne mit. Oh, Überschaller, alles klar. Habe ich auch schon gesehen bei, ja, als wir Blasters T gespielt haben. Ich lebe in Superschallgeschwindigkeit. Du siehst, da siehst du lahm aus. Also los jetzt. Überschaller. Na, Überschaller, alles klar. Ja gut, der kann, glaube ich, nicht stehen bleiben. Ist ein bisschen Sonic-Style, würde ich mal sagen. Okay. Zack, sehr gut. Und ist auch noch ein Siegeljoker. Also bald haben wir auch die Siegel hier komplett. Mir fehlen hier auch noch zwei bei dem Siegelding jetzt hier. Sehr gut. Na, okay. Hoffentlich diesmal Schnucki-Watz. Wäre schön. Alles klar, sehr gut, okay. Dann brauche ich diese Münze auch nicht mehr. Also die Pochmünze Oni war das, glaube ich. Ne, nicht Pochmünze. Aber schön, okay, passt. Vielleicht habe ich auch wieder geirrt vom Namen her, aber ihr wisst, was ich meine. Diese blaue Münze mit dem Fragezeichen drauf, genau. Schicksal, Schnicknack, alles clevere Berechnung. Ich mach's dir vor. Das genaue Gegenteil von Schnuckiputz. Also sollte man nicht unbedingt in der Party haben, weil sonst sich weniger Joker anschließen. Aber es ist schön, dass wir ihn haben. Sehr gut. Ich hab ihn sogar vor Schnuckiputz, muss man dazu sagen. Aber gut. Und dann gucken wir mal, was wir hier jetzt noch reinwerfen, gell? Na? Ja, 7, okay, das kann man mal nehmen. Sehr gut. So, dann gucken wir mal, ob ich hier den Godzilla bekomme, weil der fehlt mir noch. Unter anderem auch noch hier die, ich weiß nicht, was es ist, ob es eine Krankenschwester Chibanyan ist oder was anderes. Auf jeden Fall zwei davon, die wir noch brauchen. Na, okay. Bin ich schon mal gespannt. Fehlt er uns jetzt hier noch oder nicht? Den haben wir noch nicht, okay. Okay, Statikit, okay. Ich kann mir schon denken. Draußen sieht er irgendwie aus wie so ein Höhlenmensch. Frei, welch ein Schock. Warst du das? Deine Güte macht mich ganz kribbelig. Lass mal statisch aufladen. Statikit! Okay, aber gut. Dann haben wir zumindest hier die blauen weg. Alles klärle. Sehr gut. Yes, sehr gut. Sehr, sehr gut. Alles klar. Dann haben wir zumindest mal den Seltenen hier weg. Der Godzilla, der wohl eine andere Form ist vom Rex-Terminator. Nett dich. Oh, entschuldige, war das deins? Ich wollte es nicht zerstampfen. Godzilla! Ja, ja. Okay, war sehr gut. Dann haben wir den weg. Einfach perfekt. So, genau, das ist die Rare-Version von ihm. Alles klar. Und der gehört auch noch zu einem Siegel. Das haben wir. Okay, bei dem haben wir fehlt noch ein einziges Siegel hier. Wenn man nur wüsste, welches. Ja gut, dann schmeißen wir noch einmal die Mitbringselmünze ein hier. Vielleicht kriegen wir einen von den unteren, wo ich glaube ich bei beiden noch nicht habe. Werden wir sehen. Okay, alles klar. Da freut man sich auch, wenn man was Blaues kriegt. Bin ich ja mal gespannt. Okay, nee, den haben wir noch nicht. MC Kappa, sehr gut. Ey, hier ist MC Kappa, der frecheste Rapper. Krassester Joker, Ryan ist mir immer dabei. Okay, ich kann nicht, rappen, absolut. MC Kappa. Wo kommt denn der wohl her? Aber gut, sehr gut, alles klar. Wieder einer mehr. Da hat es dann wieder direkt gelohnt, da die Münze einzuwerfen. Perfekt, sehr gut. So, und bevor ich irgendwas anderes mache, werde ich erst einmal euch, ich werde euch einfach mal die ganzen Yokai zeigen, die wir
die ich hier bisher bekommen habe mit Küchenking zusammen. Wir haben die ganzen Abzeichen Yokai abgelaufen. Sorry, ich bin hier falsch. Und hatten da eigentlich doch sehr, sehr unterschiedliche Chancen, sage ich mal. Ich meine, ganz offensichtlich sieht man hier ganz klar, der Wache Innovator, den haben wir als erstes gefarmt. Da habe ich, oder haben wir 19, oder waren es 18? 18 oder 19 Versuche haben wir gebraucht, bis er endlich mitkam. Dann hat er mir die beiden, also diese Fukurukyu, hat er mir beide rübergetauscht fürs Team hier. Und ja, damit ich halt Heiler habe. Das soll wohl der beste Heiler im Spiel sein. Und wir werden relativ einfach durchs Game kommen damit, denke ich mal. Zumindest was die Hauptstory angeht. Aber ja, dass man halt dann zumindest nicht groß drüber nachdenken muss, was man jetzt hochzieht. Das ist zumindest ganz praktisch. So, dann muss man gucken, ob wir runterscrollen hier. Robonyang F habe ich bekommen. Zusammen mit Kyobot. Und witzigerweise haben wir nur eine Runde gespielt. Und ich habe dreimal Kyobot bekommen. Also, nee, viermal sogar. Viermal Kyobot hier. Und ja, und so, ich muss ganz ehrlich sagen, über das Blaster, das ist sehr krass, was das angeht. Weil man da doch sehr schnell sehr viele Yokai zusammenkriegt. Besonders wenn man dann auch noch hier bestimmte Perks halt anwendet durch die verfluchten Fragmente. Womit man halt dann höhere Chancen auf Items hat oder auch auf Yokai. Und deswegen sind ja auch ein paar Yokai dazugekommen, die vielleicht jetzt nicht mehr neu sind. Also für die Leute, die den zweiten Teil gesehen haben. Aber zum Beispiel auch hier jetzt Heimschön ist mit dabei. Spansel ist mit dabei. Den Viptobot, den haben wir auch beim ersten Versuch direkt bekommen. Zusammen mit Roboyang F habe ich doppelt sozusagen. Brausch war bei einem S-Rang Blaster-T dabei. Habe ich auch zweimal bekommen. Er war der seltene davon, der elegante Gesandte oder wie er heißen mag. Keine Ahnung, er hat einen sehr langen Namen. Er ist auf jeden Fall so elegant, dass er seine Haare als Umhang trägt. Sehr gut, gell? Cobtain war mit dabei. Jetzt haben wir Pudel noch dazu. Wo man noch bedenkt, wie lange ich gebraucht habe, bis ich endlich bei Yokawatch 1 gefunden habe. Und dann auch noch, dass er mitkommt. Viel Spaß. Und ich habe auch Super Nyan und Bad Sun doppelt bekommen. Die hat man dadurch gekriegt, wenn man diese Schätze findet. Die halt am Ende dann einem dann einen Bonus geben. Da waren dann die mit dabei. Was halt offensichtlich ist, er ist halt hier Superman angelehnt und der hier hat Batman. Merkt mal, wo die Anspielung wieder liegt. Ja, und wie man sieht, ich habe die halt mehrfach. Also es ist nichts, was man jetzt wirklich sagen würde, ist selten, wenn man halt die Möglichkeit nutzt, mehrmals in Dungeon zu laufen. Wir haben nämlich 16 Mal gelaufen. Das war dieser eine, wo mit diesem, ich weiß gar nicht, wie der hieß nochmal, der, war das der Titan Lord Prime oder wie der hieß? Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Das war auf jeden Fall dieser blaue Roboter. Und den musste man insgesamt 16 Mal laufen, weil nach 5 Mal hat er die Stufe 2, danach 10 Mal Stufe 3 und dann noch einmal Stufe 4. Und deswegen habe ich jetzt auch so oft auch hier die Himmel bekommen. Den Roboter kriegt man leider nicht, der war halt rein als Boss gedacht. Dann haben wir Pflaumentaumler, den hätte ich insgesamt über 5 Mal gehabt, aber ich wollte nur einmal einsammeln, weil der war in dem Dungeon auch wirklich sehr oft vertreten. Der ist sehr fies, weil er einen verlangsamt, also muss ich echt sagen, der ist sehr, sehr nervig. Robopama hat dazu bekommen. Wo mir ja auch gesagt wurde, es ist viel einfacher, die Roboter-Yokai zu bekommen, wenn man Blaster spielt, als wenn man jetzt hier die Münzen einwirft, weil die Chance für die Münze ist so gering, da kann man lieber einen Roboter fokussieren und kriegt den dann auch so. Vor allem, wenn der einmal zum Mitkommen da ist, ist das Minispiel dafür so einfach, dass es schon fast 100% ist. Dann haben wir hier den geläuterten Sassel bekommen. Das war unser Glücksrun. Das war nämlich First Try. Er ist First Try mitgekommen, war sehr top. Und ja, war auf jeden Fall der letzte von den Vieren, die mir da gespielt hatten. Einfach aus dem Grund war ich dann auch extra happy, dass es so schnell ging dann. Weil dann haben wir nämlich hier noch den Emna der Altvorderen. Genau, das war der mit den Altvorderen Abzeichen, genau. Bei ihm hat es auch 18, 19 Versuche gebraucht. Das haben wir immer so ein bisschen von den verbrauchten Abzeichen abgeleitet. 25 habe ich ja gescannt. Und am Ende hatte ich dann noch 6 oder 7. Wirrwagen kam dazu. Schlammampf. Superzunge. Und der Wache Ender. Den haben wir dann auch noch mitgeholt. Der war auch bei 18, 19. So um den Dreh. So, Schnuckiwatz habe ich noch dazu bekommen. Wobei, nee, warte mal. Schnuckiwatz war halt ein von den Münzen. Der war von den Münzen, genau. Okay, ab hier sind wir schon bei den Münzen. Aber ihr seht, es ist einiges dazugekommen.
muss ich sagen. Und ist auf jeden Fall auch lustig, weil hier, ihr seht auch die Level hier oben, die sind auch teilweise hochgelevelt worden durch die Blasters Runs, also nicht wundern. Und ja, gerade der Hinovator ist halt sehr praktisch für die Blasters Runs, weil der einfach mal die ganze Karte aufdeckt und man sofort weiß, wo es weitergeht. Und dann ging es dann doch schneller als gedacht. So, dann werden wir jetzt auf jeden Fall noch die, die Bosse vorlesen. Einfach nur, damit man halt für die Leute, die sie nicht kennen, mal gesehen haben. Muss aber selber nochmal gucken, wo waren die denn jetzt hier? So, ich glaube, ab hier fangen die Bosse an. Genau. Auch ziemlich viele, muss ich immer noch sagen. Obwohl man schon so ein paar Blasters-Bosse gesehen hat hier, ja. Da fehlt doch irgendwie ein bisschen was. So, und zwar hier mal den Titanos Prime. Genau, Titanos hieß er. Die Menschheit hat in ihrem unersättlichen Streben nach Wissen und Macht versucht, selbst einen Yokai zu erschaffen. Wird sich das dämonische Resultat gegen seinen Erschaffer wenden? Tja, relativ. Das Lustige ist ja, der hat auch eine sehr spezielle Stimme. Ja. Aber ist ein cooler Boss, ist auf jeden Fall ein cooler Boss, muss man sagen. Also den hätte man auch gerne vielleicht als Yokai selber in dem Sinne. Ihn hier kennen wir schon. Dann gibt es davon noch die weitere Version davon. Der eine setzt Feuer ein, er setzt Eis ein. Und ja, da lesen wir einfach mal. Der Horror-Hacker. Nachdem er für die Tragödie am Kopfgeldjägerberg verantwortlich war, wurde er für ein Millennium eingesperrt. Dieses Jahr läuft seine Strafe ab und er schärft schon seine Messer. So, und dann hat man noch den hier, den letztesten Niam-Samurai, irgendwie so, Niamurai, genau. Durchstreift die Welt auf der Suche nach seinem größten Rivalen, Shogun-König. Gut, den kenne ich auch noch nicht. Die Seele jener, die er erlegt hat, folgen ihm, um diesen schicksalhaften Kampf mitzuerleben. So, den habe ich auch schon als kleinen Chibanyan gesehen. Weil ein Random-Spieler ist mit reingekommen bei Blasters, also wundert mich das natürlich nicht. Und er war auch bisher der schwerste, den wir bei Blasters gespielt haben, weil da mussten wir uns schon ein bisschen anstrengen, also nicht zu sterben in dem Sinne. Vor allem, weil er auch sehr leicht getroffen hat, weil meistens bleibt man einfach hinter dem Boss stehen und wird dann einfach nicht getroffen. Und der hatte halt Attacken, wo er auch öfters mal so nach links und rechts geschwungen hat und wenn man zu nah dran stand, dann hat er einen trotzdem getroffen. War da nicht so ganz ohne. So, ich gucke aber jetzt trotzdem mal ganz kurz, ob ich vielleicht hier noch die Emna und Co-Typen hier finde, genau. Meister Emna in Vollbesitz seiner wahren Kräfte. Die Mächte, die ihm zur Verfügung stehen, sind einfach überwältigend. Und mir wurde natürlich auch gesagt, dass halt die ein oder anderen Dinge in Blasters einen hier spoilern, was die Story angeht. Also im Prinzip zumindest, dass das Emna überhaupt existiert, das ist so der Gedanke. Und dass er wohl auch in der Story eine Rolle spielt, aber das werden wir dann auf jeden Fall noch sehen. So, da haben wir noch den Emna der Altvorderen. Lord Enmas Großvater und ehemaliger König der Yokai. Misstraut den negativen Einfluss der Menschen. Dann haben wir den wachen Hinovator. Er ist nicht mehr an der Grenzen seines Verstandes gebunden, denn seine Ideen reichen aus, um das Universum zu erschüttern. Natürlich. Aber gut, der ist auch sehr speziell, wenn man den spielt, neben dem, was ich gemeint habe, dass er halt die Map aufdeckt, tut er auch immer wieder random ein Item droppen, also wo er einfach erstellt, während man rumläuft. Und dann kann auch manchmal was Gutes dabei rumkommen, das muss man auch mal vorstellen. Also er cheatet im Prinzip, wenn man so will. Und da haben wir noch den geläuterten Sassel. Folgt jetzt dem Pfad der Rechtschaffenheit und bestraft jene, die sich nicht an dieser Riesen halten. So, da hätten wir noch den eleganten Gesandten und hier den Furo Kuju, wo ich persönlich gerade nicht mehr genau weiß, wo man den ansonsten herbekommt. Wie gesagt, Küchenling hat mir den zweimal rübergetauscht, damit es in der Story ein gemütlicher vorangeht, sage ich einfach mal. Und ich bin auch ganz ehrlich, am liebsten würde ich hier alle Yokai vorlesen. Vor allem auch die Yokai, die man hier zwischendrin so in den Dungeons gesehen hat, aber noch nicht gefangen konnte. Also allein nur gesehen sind auch einige dabei hier. Aber ja, es würde, glaube ich, schon so ein bisschen den Rahmen sprengen. Wobei, komm mal, die Roboter lesen wir auf jeden Fall noch. Eine gefährlich instabile Energiequelle musste benutzt werden, um die Kraft der Kyubis in einer Roboterform nachzubilden. Instabile Energiequelle, natürlich. Vielleicht explodiert er hier. Dieser roboterartige Nachbau wurde mit solcher Präzision umgesetzt, dass er vielleicht sogar das Original übertrifft. Oh Gott, das darfst du aber Viktor nicht sagen, sonst ist er beleidigt.
Ist natürlich auch krass, was er für eine Fähigkeit hat, dass er Robopanzer nur halb so viel Schaden kriegt. Das ist eigentlich immer gut für einen Tank, sage ich mal. Jetzt mal unabhängig, wie viele Leben er hat. Weil generell halb so viel Damage kriegen ist halt immer gut. Im Allgemeinen. So, okay. Wie gesagt, ich würde nicht alles vorlesen, aber dann wäre, glaube ich, die ganze Folge schon voll damit. Und was ich gerne noch machen würde, bevor es richtig losgeht, ich soll wohl in die Schule gehen und da soll ich in der Bibliothek hier bei Nathan, soll ich nach Büchern Ausschau halten. Da soll es 3 Stück geben, die man jeweils 3-mal pro, also einmal am Tag kann man die lesen. Und man soll sich halt immer am besten auch nur auf ein Buch konzentrieren, damit man halt dann Stück für Stück dann die, die Geschichte davon liest und dann soll irgendwas getriggert werden laut Küchenking. Ich weiß nicht ganz genau. Aber vorher. Ja, vorher müssen wir da rein. Tut mir leid. Eine Seitentür von der Schule. Was ist hier los? Ja, das frage ich mich auch gerade. Wir sind hier in der Einkaufsladen. Wir aus heiterem Himmel haben sie jetzt diesen bahnbrechenden guten Waren. Soll ich einkaufen gehen? Okay. Na guck mal, sieht nicht mehr nach einem Panzer aus. Jetzt ist das Rohr nicht mehr dran. Aber was heißt das jetzt? Soll ich jetzt hier einfach nur einkaufen? Ich wollte ja eigentlich, da vorne kannst du die neuesten fantastischen Wunderprodukte finden. Oh, hä? Ist das eine Rampe? Warte mal. Hui! Natürlich. Ja gut, aber die Frage ist jetzt hier, gibt es hier irgendwas Besonderes oder... Ich wollte ja eigentlich nur ein paar Yokai verprügeln, habe ich so das Gefühl. Ich muss mich beeilen, bevor alles ausverkauft ist. Ja, was denn? Ja, das ist alles noch Standardkram hier, oder nicht? Alter, wie sieht's denn hier aus? Einfach alles kaputt gemacht hier. Weil die Sachen brauche ich nicht unbedingt, wenn man hier... Also ich muss da wirklich rüber. Ich glaube, ich muss da ans Ende kommen, habe ich so das Gefühl. Yay! Bisschen unbeholfen, aber gut. Okay, da komme ich nicht hoch. Die Puppen. Oh, meine Kleinen haben darauf schon ewig gewartet. Wenn ich nur eines mit nach Hause bringe, dann wird mein Haus zum Schlachtfeld. Ja, nimm 2 mit, würde ich mal sagen. Komm her für unsere neuesten traumhaften und destruktiv dekadenten Produkte. Es gibt nur ein Item pro Kunde. Oh, okay. Ja, dann gib mir mal dieses komische Ding hier oder was immer das sein soll. Ach so, okay, das ist die Portalkugel. Flupp, alles klar. Genau darauf habe ich gewartet. Für alle alleinlebende Frauen in einem gewissen Alter ist das essentiell. Ich will nicht wissen, was die mit dieser Kugel machen will. Na, komm. Ja, sie haben noch nie so lecker ausgesehen. Ich könnte locker 10 einen 20 davon verdrücken. Sind die zu... Kann man die essen? Okay, aber dann wissen wir, worum es hier geht. Einfach nur ein Ding kaufen. Ja, gib mal her hier. Du hast wirklich ein gutes Auge fürs Einkaufen. Oh Gott, wie die aussieht. Ja, wow. Okay, wenn wir das nächste Mal so haben, dann wissen wir ja, auf was wir achten müssen. Hier raus. So. Hinstellen, genau. Etwas umständlich für nur eine Kugel, aber gut. Ja, wo kommen wir denn hier raus? Aus dem Schulbus. Alter, wir sind ganz unten rechts auf der Karte. Was soll das denn jetzt? Na gut, dann wieder nach oben. Da sind wir doch bei der Schule angekommen und es soll wohl irgendwo oben rechts sein, deswegen gucke ich mal gerade eben. Ich war nämlich selber, glaube ich, noch nicht da. Das sind die Toiletten hier. Das ist Obergebäude, okay. Das sind aber auch Klassenräume hier. Das ist riesig hier, muss ich sagen. Media Center. Alter, wie riesig ist das hier bitte? Okay, aber hier haben wir Bücher. Vielleicht. Sagt die vielleicht irgendwas? Ne, das ist die Bibliothek. Oh, bist du hier, um dir ein altes Buch auszuleihen? Klar bist du das. Was suchst du denn? Ein Kinderbuch, ein Roman, eine Biografie, ein Lexikon? Wir haben jede Menge Bücher hier, also findest du bestimmt das Richtige.
aber dann muss ich ja doch irgendwo auch ein Aufrufezeichen bekommen, oder? Wenn ich hier drum laufe. Denke ich mir zumindest mal. Oder muss ich vielleicht hier rein? Eventuell. Ah, hier, okay, alles klar. Also hier soll es wohl insgesamt 3 Bücher geben. Guck mal ganz kurz, das sind hier 2. Und da ist auch noch eins. Okay, das sind also 3 blaue Bücher. Okay, dann fangen wir mit dem hier an. Und ja, lesen wir einfach mal Geschichte vor. Lesen wir das Darwin-Biografie? Natürlich. Also gut. Mal sehen. Darwin-Biografie Kapitel 1. Darwins voller Name war Charles Darwin. Er wurde 1809 in England als Sohn einer wohlhabenden Familie geboren. Darwins Großvater war ein Biologe, dessen Ideen ihn später beeinflussten. Als kleiner Junge sammelte Darwin kleine Dinge aus der Natur. Er war gerne im Garten und sammelte Muscheln und Steine. Darwins Biografie, Ende von Kapitel 1. Puh, belassen wir es für heute dabei. Okay. Ich weiß halt nur nicht, ob ich alle einmal lesen soll. Okay, also man muss sowieso immer nur ein, man kann immer nur eins lesen. Also so oder so geht es nicht anders. Okay, alles klar. Ich werde auf jeden Fall mal gucken, ob ich das irgendwie zusammenkriege, dass ich das vielleicht unter der Woche immer lese und dass ich das dann halt in der Folge zusammenschneide. Und wenn dann was passiert, wenn wir es dann merken. Ich glaube, das ist dann so die bessere Idee, aber gut zu wissen. Weil das sind halt echt so Sachen, die gehen halt nur einmal am Tag und das wäre ja doof, wenn man die dann halt so sehr viel später macht und dann gar nicht dazu kommt. Und jetzt gehen wir mal dahin, wo wir überhaupt eigentlich hin müssen. Jo, wartet mal, ich sehe hier ganz kurz einen Yokai rumlaufen. Das ist doch garantiert ein... Ja, genau. Die können wir jetzt auch endlich mal besiegen hier, würde ich mal sagen. Ah, boah, da war, nicht, war das nicht ein Yokai-Bandit? Er rennt weg. Das ist unsere Chance und das schnappen wir in uns. Ja, ja, wird Zeit, dass wir auch endlich mal hier damit anfangen. No. Bleibst du da? Haben wir dich. Dumpfbacke. Mein Name ist Dumpfbacke, ich bin ein Yokai-Bandit. Mein Verbrechen... trank die gesamte Suppe auf, nachdem er in den Kessel fiel. Soll das eine Obelix-Anspielung sein? Ich trinke alle Suppen leer. Alle. Dann kriegst du mal alle Ohrfeigen, die es gibt. So, dann, ich würde mal sagen, das wird nicht lange dauern, habe ich das Gefühl. Komm hin und warte, hau einfach drauf. Oder am besten die UTC benutzen. Deine UTC ist übrigens random. Also ich habe es noch nicht gesehen hier im Kampf, aber sie trifft halt irgendwelche zufälligen Felder. Dankbarkeitsstrahl hier. 200 Damage wäre weggeknallt. Okay. Sieht man auch, wie viele Erfahrungspunkte die mittlerweile brauchen. Das ist heftig. Okay, aber da finde ich auch gut, dann können wir nämlich auch schon gemütlich diese Verbrecher endlich auch mal wirklich machen. Ja, du gewinnst, ich mache es nicht wieder. Ich wollte doch nur die Suppe für mich allein und dann fiel ich in den Topf. Oh, Kommissar Undead, gute Arbeit bei der Yokai-Banditen-Festnahme. Der Yokai, den du festgenommen hast, bringt dir 1200 BP. Stimmt, das ist ja unser allererster. Der hat ja irgendwas gemeint mit den Punkten. Komm zu mir, wenn du deine Banditenpunkte eintauschen möchtest. Ja. Aber hier nehme ich den Yokai in Gewahrsam. Ab hier. Hier ist eine Belohnung. Alles klar. Los geht es. Kommissar Undead, bring Frieden in diese Stadt. Was ich übrigens vergessen habe zu sagen, bei Blasters haben wir auch einige Items gesammelt, wie heilige Klugeln und hast du nicht gesehen. Und ich sehe auch gerade, da ist auch nochmal unser Roboter. Den machen wir auch gleich mit. Also es ging nur darum, dass wenn man, also das eine, was ich habe, da wird unten auf der Karte wird halt so ein Signal angezeigt, also um den herum, so ein gelbes Echolot, sage ich schon fast. Und dann sieht man den ein bisschen leichter auf der Karte, aber im Endeffekt ist es, glaube ich, auch egal. Ist das der echte Roboter Y? Einfach mal platt machen eben. Ist das der echte Roboter Y? Das würde ich gerne auch erfahren. Der echte Roboter Y. Oh, sehr gut, sehr gut, wir haben ihn. Juhu! Roboter Y. Ja, sehr gut, dann brauchen wir den auch nicht mehr suchen. Perfekt. Umbenennen brauchen wir ihn nicht, nein. Es sei denn, einer der Zuschauer möchte so heißen. Aber gut.
Da haben wir ja einen Yokai weg, den man wohl nur so bekommen kann. Deswegen umso besser. Und man könnte ihm natürlich auch sein passendes Item geben, aber ich werde ihn wohl nicht benutzen. Roboto Y ist ein netter Roboto. Er schwingt den Hammer der Gerechtigkeit. Genau. Also wir haben da ein Item, wo nur er tragen kann, aber wenn man ihn nicht unbedingt benutzen muss, dann braucht man ihn auch nicht unbedingt auszurüsten. Aber gut, wenn man es kann. So, ich sehe auch gerade, hier ist auch noch ein Yokai. Wie komme ich denn zu dem hin? Hä, was? Sieh nur, wie spät es schon ist. Wir sollten heimgehen. Hä? Haben wir es mit ihm noch nicht freigeschaltet, dass wir in der Nacht rumlaufen können? Oder was ist los? Ne? Ach so, es, weil Zombie-Nacht ist. Deswegen. Oh. Also im Prinzip ist es jetzt sozusagen wie die Schreckenszeit, oder was? Okay, ja, ja, gut, gut. Wir kennen das schon, ja, ja. Na gut, na gut. Zombie-Nacht. Splatoon-Style. Als wegen den Klecks sieht das sowas von Splatoon aus. Was ich mich halt noch immer noch frage, ist hier, ob man sich verbessern kann. Also, wenn man vermutlich gleich erfahren oder so. Jo, schon wieder zurück? Ich bin nicht überrascht. Ich habe dich schon erwartet. Krieg ich meinen Hammer wieder? Ja. Ich wusste, du würdest zurückkommen wollen. Nicht wirklich. Ich will zurück nach Hause. Das sagst du, aber ich glaube fest an dich. Du wirst der Held sein, der die Zombie-Nacht beendet. Hm? Held, der die Zombie-Nacht beendet? Ja. In der Tat, es ist nicht unmöglich. Es ist wirklich möglich, dass die Zombie-Nacht eines Tages endet. Kennst du die Rathausglocke? Ja. Klar, ich habe sie aus der Nähe gesehen. Ja. Wirklich? Das Ding ist eine gigantische Totenglocke. Das Läuten einer solch großen Glocke würde alle Zombies hier eliminieren. Was? Echt? Worauf warten wir dann noch? Los jetzt, läuten wir sie. Natürlich würde ich das gerne machen. Jedoch befindet sich ein Haufen super starker Zombies im Rathaus. Fast so, als würden sie das Läuten der Totenglocke verhindern wollen. In deinem jetzigen Zustand hast du keine Chance gegen sie. Ich soll also gegen die kämpfen? Ja. Zuerst musst du dich um deine Ausrüstung kümmern. Dazu musst du alle Fundorte in St. Petersburg befreien. Dort findest du die Materialien, die du brauchst. Hier. Um alles, was du findest, zu verstauen, habe ich etwas vorbereitet. Hm? Wenn es danach geht, müsste man eigentlich das Spiel in mehrere verschiedene Parts aufsplitten, dass man halt jetzt, man hat die Hauptstory, man hätte nur Blasters, man hätte nur Zombie-Nacht und so weiter und so weiter. Aber das würde den Rahmen sprengen, wirklich. Würde ich nur Yokai Watch spielen? Ja, aber ihr wisst ja. und das wäre diese Itembox hier. In der Itembox kannst du Items verstauen, die nicht in den Rucksack passen. Also wie bei Blasters eigentlich auch. In der Itembox kannst du bis zu 48 Items verstauen. Sei vorsichtig, du kannst keine Items nutzen, die in der Box bleiben. Nutze sie weise und halte einen Platz in deinem Rucksack für neue Items frei. Macht Sinn. Also dann gehe ich mal und führe eine Feldstudie durch. Gehe zum Postamt Speedy Pigeon. Ja. Wenn man es übersetzen würde, wäre es, glaube ich, Geschwindigkeitsschweinchen oder sowas. Ich benutze den Sendeempfänger, um dich weiterhin zu unterstützen. Ich zähle auf dich, Kleiner. Okay. Dann gucken wir mal nach. Auch wir haben gerade nichts drin. Wir haben gar nichts drin. Also ich habe hier Level 1 Rüstung, Level 1 Hammer und nur 2 Item-Slots bisher. Dann gucken wir mal. Neue Orte sind verfügbar. Achso, die beide. Das habe ich geschafft und das muss ich dann machen. Speedy Pigeon, okay, alles klar. Und sind nur Standard-Zombies da. Gruselig. Wenn du einen Zombie siehst, ja, drauf hauen. Oh. Das war schon zu fail. Ich muss mich einfach wieder dran gewöhnen. Einfach zum Zielpunkt gehen. Aber ich kann auch Zombies hauen. Okay. Stimmt man. Ja, stimmt ja. Man kann ja nur besiegen, wenn man stealtht. Okay, stimmt ja. Ja, ich hab's verstanden.
Dankeschön. Uiui, Achtung. Hier hilft natürlich auch wieder die Karte, dass man sieht, in welche Richtung die gucken. So, hier müssen wir rein. Ja. Hier muss eine Glocke sein. Finde und benutze ihn. Ach, guck mal, da ist ein Rucksack. Sieht aus, hättest du da was Cooles gefunden. Das ist eine Zusatztasche. Mit diesem Item kannst du noch mehr Items in deinen Rucksack verstauen. Hier. Und auch los ist gleich. Ja, ich will nicht gleich in die Zombies reinlaufen. Ja. Oh. Verdammt. Nee, alles gut. Ja. Aber sind die wieder da? Gut gemacht. Es ist wohl dein Glückstag. Du hast ein praktisches Dings da gefunden. Ja. Wenn du praktisches Dings da siehst, nimm es dir auf. Wenn du die eigene Box voll ist, ist etwas Proviant, um Platz zu schaffen. Ja, wenn ich Proviant hätte. Auf diese Weise solltest du weiter Ausrüstung sammeln können. Um das Rathaus zu erobern, musst du einiges einstecken können. Doch erst musst du durch das Läuten der Glocke dort das Postamt befreien. Ja. Okay. So, Achtung, der Zombie, der will sich komisch bewegen. So. Ja, dann gucken wir mal eben. Rucksack. Okay, das hat einfach direkt mal ins Slot erhöht. Und das zeigt mir Items an. Aber musste ich dafür dann nicht raus? Weil hier würde ich ja dann aufhören, oder nicht? Hm, ja gut, dann ist es wohl die Mission. Also es war, glaube ich, wieder auch mehr Tutorial als alles andere, wenn man so will. Alles klar, geläutet. Ich sehe nur noch Schule, Schrottplatz, Bank und alles. Du kannst nun Post Speedy Pigeon, also Schweinchen, jederzeit betreten. Achso, dass man da nochmal rein könnte und dann dementsprechend farming könnte, wenn man so will. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, weil ich weiß ja nicht, wie ich da immer drauf zugreifen kann. Oder ob das jetzt jedes Mal passiert, wenn es Nacht wird. Das wäre natürlich auch lustig. Warum pennt ihr alle schon wieder? Ist doch erst schon Mittag. Ja, aber ich bin auch verwundert. Morgen auf zum Glück. Ja, und das stimmt irgendwas nicht. Ja, du wirkst, als hättest du über einen üblen Albtraum gehabt, ja. Nee, alles in Ordnung. Na dann lass uns den Tag in vollen Zügen genießen. Ah, okay, ist auch noch ein Schild. Hatten wir das nicht schon? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Wobei, wo ich gerade überlege, wir haben ja jetzt Robo und Jan F. Dann können wir den auch auf das eine Schild setzen, wenn ich nochmal wüsste, wo das war. Wie heißt dieser Joker? Er hat eine Schokonase, verkauft Schokobananen, spielt gerne Schere, Stein, Papier. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Oh, nochmal. Wie viele Joker sind denn hier? Ach, da hat sich das Gullideckel getarnt. Was bist du denn überhaupt? Ach, Schmutzurei. Anstatt Schwammurei. Verschwinde! Abfall, Abfall, boom! Ich bin gerade in einem Schmutzmarathon. Du glaubst, du kriegst mich sauber? Ja, denke ich schon. Ich fange dich einfach. Wenn ich es kann. Achso, ich kann dich vorbereiten. Ich darf mich vorbereiten. Na gut, dann halt nicht. Na gut, das wäre, glaube ich, egal, was man hier verfüttert. Die habe ich alle noch nicht. Vor allem der sandige da oben rechts. Oder Salz, keine Ahnung. Badabam, bam, 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 bam. Wie heißt er überhaupt? Hey, du. Ah, Körner-Chaot, okay. Sandal kennen wir ja schon. Yay, Seelenpower, die wir nicht brauchen.
Oh, ein Tropfi. Oder Zapfi. Tropfi, Zapfi. Tropfi. Gibt ja auch zwei verschiedene davon. Alter, 328. Das war sehr effektiv, würde ich mal behaupten. Deswegen sage ich, Element ist immer krass. Vor allem, ihr seht ihr vielleicht auch, ich habe schon längst Maximum Geld. Also jetzt nicht 9000, sondern halt nur das, was halt das Game einem limitiert, bis man wohl irgendwann mal mit Ashley zusammenkommt. Und da ist er. Ja, statt er putzt, schmeißt er einfach noch mehr Dreck hin. Gott, die müssen sich hassen, oder? Schwammerei und Schmutzerei. Es war eine Ehre, gegen dich zu kämpfen. Du hast meinen Schmutz weggewischt. Ja, aufhören. Ups, nein, ich verdrück mir schon. Ja. Schmutzerei. Oh yeah. Das machst du später weg, sag ich dir. Na, das glaubst du auch selber nicht. Oh, der ist ein Siegel-Yokai. Okay. Okay, ja gut. Sag ich nichts. Immer wieder gut, wenn wir einen Yokai kriegen, den wir vorher noch nie gesehen haben und dann auch gleichzeitig noch für sowas ist. Mir wurde der Kopf gewaschen, wie beschämend. Dafür kriegst du einen Donut. Der ist auch sauber, keine Angst. Ja, ich hoffe es für dich. Darf ich endlich mal da unten gucken, wegen einem Yokai da? Kommt man da irgendwie hin? Guck mal, ob ich da irgendwie oben lang kann. Ne, also da, wo die Bäume sind, komme ich gar nicht hin. Aber irgendwie muss man doch da reinkommen. Da ist ein Brunnen, ein Swimmingpool und... Ich hab keine Ahnung. Also es hieß ja zum Beispiel, dass ich auch später auf Dächer kommen kann von den Yokai. Vielleicht ist ja... Vielleicht kann man irgendwie über Zäune springen später oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber man merkt, ich bin, glaube ich, immer noch am Anfang, was die Story angeht. Und dementsprechend muss ich natürlich dann auch gucken, dass ich dann wohl Stück für Stück Sachen kriege. Das ist immer... Darf ich nicht vergessen. Spätestens dann, wenn wir alle Portalexe und sowas haben. Ihr wisst ja, das baut sich ja Stück für Stück auf. Man denkt, man hat schon so viel gesehen. Wir wissen ja, wie Yokai Watch tickt. Da kommt immer noch ein bisschen was dazu. So, jetzt aber hier rein. Ah, ja, das ist so, das ist schon was. Ich würde sagen, ein wahres Meisterstück. Oh, ist das so? Na dann. Die haben wir doch ganz am Anfang getroffen, oder? Wo wir vom Schiff runterkamen. Hallo. Howdy. Oh, ach, du bist es. Guten Tag, schön dich wiederzusehen. Guten Howdy, Tag meine ich, guten Tag. Oho, ihr zwei kennt euch schon? So ist es. Ja, wir sind uns schon zufällig am Hafen über den Weg gelaufen. Ich heiße Dorothy. Und du? Ich heiße Undead. Undead, was für ein schöner Name. Butler. Oh, werte Dame, es ist Zeit für uns zu gehen. Oh nein, es ist etwa schon so spät, wie schade. Ich befürchte, dass ich mich verabschieden muss. Einen schönen Tag wünsche ich. Tja. Schönen Tag. Hey, sag mal, Undead, wieso ist dein Gesicht so rot? Wirst du krank? Mac. Oh, der junge Herr Mac, wie lange bist du schon hier? Was? Was habe ich über das junge Hergerede gesagt? Lassen Sie das doch bitte. Davon abgesehen spürte ich die Gegenwart eines Aliens und wollte das erkunden. Wie bitte? Wie immer habe ich nicht den leisenden Schimmer, was das heißen soll. Ja. Ach übrigens, Mac, da ist doch ist noch was, worüber ich mit dir reden wollte. Wegen den Zombies. Hm. Was? Zombies? Spät nachts im Supermarkt? Sowas ist voll mein Ding. Alles klar, heute Nacht gehen wir zum Mortis-Markt. Okay. Wir sollten uns jetzt aufteilen. Heute Nacht komme ich dann zu dir nach Hause. Also sei bereit, ja? Also gut. Als hätten wir jetzt schon eine Zombie-Nacht hinter uns. Alles klar. Okay. Dann, ja, geht zurück nach Hause. Ja, gut. Oh, ich glaube, hier war das mit Robo und Jan, oder? Ja. Das dürfte das sein, war das? Na? Alles klar, sehr gut. Und weil wir den ja jetzt haben, können wir jetzt auch direkt draufsetzen. Bin mal gespannt, was er macht.
So. Komm einmal, setz einmal da drauf, mein Yokai. Vorwärts, Robin Jan. Yokai-Medaille activating. Naja, activating und so. Man stellt ihn sich immer größer vor, aber ist genauso groß wie Shibanyan. Ja, was hast du denn gedacht? Keine Sorge, Robonjan F. ist da. Ärger mit Außerirdischen, ich kümmere mich darum. Aber zuerst ein Snack, hier ein Schokoriegel, hier. Danke. Hier gibt es allerdings keine Außerirdischen. Ist es nur dafür, dass er einen Schokoriegel gibt? Ernsthaft? Komm morgen wieder. Ja, okay, ja, okay. Immerhin, gut, dann haben wir zumindest mal das erledigt. Ja gut, Schokoriegel und so. So, da sind wir schon wieder zu Hause. Gut, bis nachts pennen. Ja, bis dahin sollten wir uns hinlegen und ein Nickerchen machen, oder? Das klingt gut. Also jetzt warte mal einen Moment, ihr vergesst etwas sehr Wichtiges. Wenn du nachts rausgehst, musst du verhindern, dass deine Eltern das erfahren. Um das zu schaffen, sollten wir vielleicht Baku herbeirufen. Ah. Ja, da hätte ich vielleicht mal vorher hergehen sollen, aber ich wurde ja abgelenkt von Dingen. Was ist denn, Andet? Warum starrst du mich mit offenem Mund? Sag nicht, dass du Baku schon vergessen hattest. Also wirklich, Andet, sie hat so oft einen Doppelgänger gespielt. Da hattest du deine Probleme, sie mit einem Yokai-Watch herbeizurufen? Da hattest du keine Probleme. Ja, Whisper. Ausgerechnet jetzt. Nicht gut, gar nicht gut. Ohne ihre Medaille kann ich Baku nicht rufen. Stimmt genau, wir haben dieses Problem jetzt nur dank Whisper. Sag das doch nicht laut. Er ist derjenige, der Bakus Medaille und das Yoka-Medaillon weggetauscht hat. Das habe ich aus gutem Grund getan. Aber es ist. Was machen wir bloß? Wenn ich Baku nicht beschwören kann, wird Mama böse. Ja, Fliegerlein. Oh, wie das Schicksal will, habe ich einen Amerika-Yokai-Freund, der helfen kann. Flitterlein, du kennst einen Amerika-Yokai, den wir rufen können? Wenn ich euch mit jemandem bekannt machen darf? Ah, okay. Habe ich leider auch schon bei Yoga was Basses gesehen, aber gut. Das ist, Kätzchen Cook heißt der. Anstatt Captain Hook. ja, richtig, das ist mein Zeichen. Dieser Yokai ist, warte, ich guck mal nach. Ich hab's gleich. Ja, ich weiß, das ist Kätzchen Cook. Kätzchen Cook. Ich muss nochmal den Namen richtig lesen. Bla, Fan als Wissen, gewissen Entdeckers, bla, neue Länder, bla. Bla, ein Yokai, der gerne herumlümmelt und von neuen Ländern träumt und so. Katzitän, nicht Kätzchen. Katzitän, okay, sorry, dann habe ich das falsch gelesen gehabt. Joho, das ist da ein gemütliches Bett, das ich durch mein Fernrohr spähe. Ein Bett, das extrem nach dem neuen Land aussieht, von dem ich geträumt habe. Ah, okay, genau so. Federlein, wie genau soll das helfen, dass Katzitän Cook mein Bett anhimmelt? Ja, stimmt. Katzitän Cook liebt nichts mehr als träumend herumzulümmeln. Und um das zu dürfen, würde Katzitän Cook fast alles machen. Wie zum Beispiel eine menschliche Gestalt annehmen? Alles klar, darauf willst du hinaus. Na dann. Ganz zufällig kann er das auch, als ob es vollkommen normal für Yokai wäre. Hey Katzitän Cook, ich würde dich gerne um einen Gefallen bitten. Ach so? Ja. Könntest du nachts eventuell für mich, hier für mich schlafen? Miau, meinst du das ernst? Ich darf hier schlafen? Ja, ehrlich, du wärst mir sogar eine große Hilfe. Juhu, wir sind im Geschäft, nimm zum Dank meine Medaille. Also kriegt man den sowieso storybedingt. Alles klar. Kapitän, guck! Ja, guck mal da. Sehr gut. Danke, Katzitän Cook. Oh, das ging doch gut aus. Das sieht doch gut, ging doch gut aus. Jetzt kannst du auch nachts herumlaufen. Jaha, Federlein hat ziemlich nützliche Beziehungen. Na, das war doch nichts Großes.
Oh, jetzt müssen wir nur noch warten, bis es Nacht wird. Ah, alles klar. Oh, die Nachtmusik ist ja auch anders. Er ist schon wach. Was? Der hat ihm ans Fenster geworfen. Oh. Ah, das war das Signal von Mac. Ja, und somit ist es Zeit, deinen Freund Katzi den Cook herbeizurufen. Ei, ei. Miau, das nenne ich mal weich. Endlich das neue Land meiner Träume. Ja, siehst du einen jetzt? Wir Katzen haben die Situation im Griff. Ja, super, jetzt lass uns zu Mac gehen. Ja, es ist Zeit, einen nächtlichen Spaziergang durch St. Petersburg zu machen. Yay. Okay. Aber du musst da bleiben, Whisper. Ich gehe nämlich mit Whisper, mit Chibanien. Was ist... Ich könnte auch jederzeit mal einen anderen Yokai mitnehmen. Das vergesse ich immer wieder, dass es eigentlich mit allen möglichen geht. Na ja gut, dann würde ich mal sagen. Wird speichern. Alles klar, seid ihr bereit? Klasse, bitte. Deine Eltern fanden es okay, dass du so spät unterwegs bist. Was? Oh, ja, ja, kein Problem. Wie auch immer, schnell auf zum Mortis-Markt. Der wird ja vermutlich irgendwie reich oder sowas sein, sonst wird er nicht junger Herr genannt. Das ist ja irgendwo so der Gedanke dabei. Dass er sich eigentlich eher wild rumtreibt, obwohl er eigentlich vornehm ist oder so vielleicht. Geh zum Mortis-Markt. Alles klar. Aha, endlich willkommen im Mortis-Markt. In so später Stunde. Mac, wie sollen wir da reinkommen? Die Tür ist zweifellos abgeschlossen und das schreit zweifellos nach seinem Ulti-Schlüssel, oder? Ja. Die Tür ist schon offen. Ja, willst du damit sagen, die Tür war überhaupt nicht abgeschlossen? Irgendwas stimmt hier nicht. Das war kein Versehen. Ja, vielleicht sollten wir einfach aus weißer Voraussicht wieder nach Hause gehen. Also? Ach Quatsch, jetzt wo wir hier sind, schrecken wir doch nicht vor einer Tür zurück. Los geht's! Anjet, wir kommen mit! Ja. Na gut, dann schauen wir uns mal um. Ja. Wir waren ja schon mal hier. Darf ich einkaufen gehen? hallo? Ach, Larry Langhoer, aber ist es nicht ein Mensch? Wenn die jetzt hier mit, hier ist abgeschlossen, okay. Wenn die jetzt hier mit Silent Hill kommen, dann schlage ich irgendwas. Okay, aber hier in die Mitte müssen wir. Hey, Marshmallow-Marschmensch, was ist das? Irgendjemand hat etwas was Grünes auf dem Boden verschüttet. Irgendwas Flüssiges. Ein Super-Zombie-Geheimnis. Achso, Hinweis, okay. Eklig, was ist das für ein Zeug? Wie, bitte? Das wird mir ja ganz übel. Ich sage, das muss ein Hinweis sein. Wir müssen noch mehr finden. Okay, aber wo? Wir haben hier irgendwo ein Yokai? Achso, ich... Wartet mal, ich kann... Ich kann mit dem Ding hier nicht scannen. Ja. Ich habe nicht genau gesehen. Oh, das ist doch Edzardine. Wenn ich mich mit meinem Namen nicht trügt. Ja, die Edzardine. Was machst du denn hier? Hey, ich hasse Gemüse. Besonders knackigen Salat ist ätzend. Ich mach dir jetzt so... Ich mach dich jetzt zum Salat, dann hast du ihn auch. Na gut, komm mit. Oh no. Na, ist er schon down? Okay, dann nehmen wir einfach einen anderen mit. Nee, Jose. Nein, nicht uns geben, Gegner. Dap, dap, da, dap, da.
So. Dann kommt als Erde Fani mit. Dabei im zweiten Teil war er, glaube ich, noch seltener. Ja, ich denke, wir werden uns gut verstehen. Willst du mein Freund sein? Nom, nom, nom. Ja, ja, komm mit. Ich bin Fani. Ja. So, wieder einer mehr. Sehr gut. Und so fühlt sich das Medaillum. Ja, ich wurde stattdessen in knackigen Stücke geschnitten. Da nimm Hühnerkeule und hau ab. Ja, ist ja gut. Schlag mich nicht gleich. Da ist noch mehr Schleim auf dem Boden. Was ist denn das hier auf dem Boden? Grüne Fußspuren. Was soll denn dieses ganze ekelige grüne Zeug sein? Na nu, das sieht fast aus wie die Fußspuren von jemandem. Aber wessen? Wir müssen noch mehr finden. Ist natürlich auch nicht schwer zu finden, wenn überall das Fähnchen ist. Irgendwas ist hier richtig faul und ich meine nicht das Obstsortiment. Grüne Flüssigkeit, Fußabdrücke, was bedeutet das alles? Ah, ich gehe mal nicht davon aus, dass das ungeschickte Kunden waren. Aber vor grün, die Zombies von neulich hatten dieselbe Farbe. Na, ich glaube nicht, dass wir allein in diesem Supermarkt sind. Was im Himmel war das für ein Geräusch? Klingt nicht gut. Ja, das klingt auf keinen Fall nach menschlichen Schritten. Das bedeutet dann wohl... Besonders wenn man in einer Welt von Yokai lebt, dass sie sich dann trotzdem wundern. Oh. Gehirne. Oha, das sind ja wirklich Zombies. Ich bin dafür, dass wir hier schnell abhauen. Schnell zum Ausgang. Und weg sind wir. Ja. Help. Mein Puls rast. Was war das da hinten? Ich weiß auch immer, ich war gruselig. Zombies, das waren Zombies, genau wie ich gesagt habe. Zombies. Annett hat recht, das waren scheinbar wirklich Zombies. Das erklärt auch die grüne Flüssigkeit und die verdächtigen Fußabdrücke. Deine Frage ist, was zum Himmel machen wir jetzt mit diesen Zombies? Mit dem Hammer verprügeln. Was geht? Was geht? Was läuft, Kinder? Klingt, als wärt ihr in Schwierigkeiten. Braucht ihr Hilfe? Larry Langohr spricht. Was ist das denn für eine Einstellung? Klar kann ich sprechen. Ich wollte euch sogar das Zombie-Geheimnis verraten. Das Zombie-Geheimnis? Ja, das Lager von diesem Laden hier. Das Zombie-Geheimnis versteckt sich nämlich nur für Mitarbeiterbereich. Ich bin ein Mitarbeiter, also habe ich den Schlüssel für euch der euch Zugriff verschafft, genau. Du hast einen Schlüssel? Können wir uns den dann ausleihen? Hey, wer hat denn gesagt, dass ich euch den aushändige? Wie meinst du das? Ein aufrechtes Supermarkt-Maskottchen zu sein, macht hungrig, versteht ihr? Ich hätte so gerne ein paar bunte Chili-Bohnen. Kannst du dir die nicht selber holen? Ja, warum kannst du die nicht selber holen? Haha, ich kann wohl schlecht meinen Arbeitsplatz verlassen, oder? Ich bin nur ein Arbeitsmaskottchen, das den ganzen Tag rumstehen muss. Ja, ich armer. Der Typ ist kein Hass, sondern eine Fressmaschine. Dann lasst uns loslegen. Annett, wir müssen in diesem Laden die bunten Chili-Bohnen finden. Zum Glück weiß ich, wo die noch sind. Muss ich jetzt extra mit dem... Ja doch, ich muss glaube ich mit dem Einkaufswagen. Da-da-da-dam. Ja, okay. Gut zu wissen, wo die sind. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich nicht in einen Zombie reinlaufe. Na, der Zombie kommt in die Richtung. Achso, das zeigt sogar der Pfeil, dass wir hier hin müssen. Ja, rein da. Komm. Ich bin weg. Der will bestimmt noch mehr. Würde ich nicht wundern. Wir haben das gemacht, worum du uns gebeten hast. Hier sind deine Bohnen. Danke, Kinder. Wie schade, dass ihr das nicht zum Sattmachen ausreicht. Ja, ich mag nicht, wie sich dieses Gespräch entwickelt. Ein Hase kann nicht von Bohnen allein leben. Ausgerechnet ausgewogene Ernährung ist wichtig. So etwas wie eine Avocado oder etwas Königklacks, damit ich durchhalte. So etwas in dem Salat wäre voll gut, denke ich auch. Ja, was ich gerade denke, will ich lieber nicht sagen. Zurück in die Gänge. Avocado und Königklacks bringen wir es zu Ende. Also? Warte mal, habt ihr auch gerade etwas gehört? Ähm,
Warum habe ich irgendwie so ein bisschen Angst, wo das Ganze hinführt hier? Ui, was ist das denn? Warum haben die eigentlich so viele Superman-Anspielungen in dem Spiel? Supermarktler oder was? Ich rieche Menschen. Menschen, wo seid ihr? Dum, bam, bam, badum. Wer ist das und warum will er Menschen finden? Stecken wir Schwierigkeiten? Psst, halt jetzt mal die Sabbel. Das darf uns nicht finden. Ja, Hilfe, Zombie, Corona, Zombie. Ja. Aber wenn wir unentdeckt bleiben, können wir vielleicht weiter? Ja, toll, jetzt rennt er da rum wie ein Oni. Avocado und gab's hier Fisch? Hier gab's auch Fisch, oder? Ja. Hier ist der Königslachs, alles klar. Und die Avocado müsste irgendwo in der Mitte sein, wo der Typ ist, im Kreis läuft. Glaube ich. Hier läuft er hoch. Help! Nein, du hast mich nicht gesehen. Tu ich so. Das sind Avocados, oder? Ja. Wir haben's. Lass mich aus hier. Help! Ich bin fix und fertig. Na, das ist verrückt. Was genau ist der Typ? Ja, das sieht aus, als hätten wir ihn gerade getroffen. Der Supermarktleiter. Achso, Leiter, okay. Der ist derjenige, der den Markt um diese Zeit für all die Zombies leitet. Wenn er euch sieht. Ja, uns sieht aber. Was dann, Jan? Ich sag's mal so, schön wäre es nicht. Warte mal. Okay, das reicht. Wir können es uns vorstellen. Viel wichtiger ist, dass wir dir die Sachen gebracht haben, die du wolltest. Oh, danke. Passt perfekt. Also beinahe, wenn ihr denken könnt, ja? Oh Mann, ich ahne, was jetzt passiert. Ich bräuchte einen Helfer als Helfer Nummer 7, eine Y-Cola Max und eine Fluchthelferlein. Wirklich? Das bräuchtest du alles? Warum wird das eigentlich immer mehr? Ach komm schon, helf dem armen Kerl. Der ist die letzte Bitte, versprochen. Ich fühle mich so elend, wie ich hier rumstehe. Ich armes kleines Häschen. Ah, meine Güte. Okay, Helfer 7, Y-Cola Max und eine Fluchthelferlein. Was war das für ein Geräusch? Oh, das klingt, als wäre jemand sauer. Das erkennt man am Stampfen. Ist das der Supermarktleiter? Warum machst du dir Sorgen? Wir haben nur ein Problem, wenn er uns findet. Nur ein Problem, wenn er uns findet. Wenn er uns findet. Ich rede viel zu schnell, sorry. Herr Andet, wir müssen schnell die Sachen holen. Wir brauchen diesen Schlüssel. Ja, habe ich auch schon festgestellt. Die Frage ist nur, wo ist das Fluchthelferlein-Dingens? Jetzt laufen hier noch mehr Zombies rum. Baum, badaum. Was haben wir hier? Na. Eben ging's doch noch. Toll. Na. Instant-Nudel. Super. Nee. Ja, sorry. Was weiß ich denn? Oh, natürlich. Ich werde hier eingekeilt. Na. Da-da-ba-da-bam. Cupcakes? Nee. Hier die Cola drin? Nee, Maratonikum. Ich tue hier nicht gerne einkaufen, wenn ich ehrlich bin. Helfershelfer, ja. Das Gute ist zumindest, dass hier die... Oh, da kommt der Große. Da kommt direkt zu mir, natürlich. Wie hat er mich nicht gesehen? Ich bin froh drüber, aber trotzdem. Lecker Schmecker.
Ja, ist gut, ist gut. Oh. Okay, zum Glück sind die nicht super helle, sage ich mal. Hier sind die Fluchthelferlein, genau. Und die Cola, die ist hier. Okay, alles klar. Puh. Aber das heißt, ich muss wieder zurück, oder? Na, na oh, Achtung, Zombie. Das wird heute, glaube ich, mal eine längere Folge. Oh, da ist der Große. Okay. Sollte soweit passen. So kann man den Weg schon einmal durchlaufen bei dem Portal. Ui, ui. Nee, du hast mich gar nicht gesehen. Also irgendwie sind die Zombies nicht gerade helle, oder? Der dreht sich einfach wieder um. So, jetzt aber. Da, nimm. Okay, das ist das letzte Mal, verstanden? Weißt du? Will den ganzen Laden hier haben. Oh, ja, absolut. Danke, Leute. Und wie versprochen, hier ist euer Schlüssel zum Lager. Dankeschön, mit dem Häschen dran. Juhu. Ah, gut gemacht, Anne. Dein Mut und deine Geduld waren bewundernswert. Ja. Schalahan. Sehr bedauernswert. Euch kann man viel zu leicht auf zum Laufburschen machen. Whisper, wer ist das? Ah, das ist, dieser Joker ist eine Sekunde, bitte. Ich hab's gleich. Da ist es. Ah ja, Schalahan. Ein Joker, der, warte kurz, hier steht's. Schwindelt, betrügt und immer bei Steinschere Papier mogelt. Ein durch und durch korrupter Yokai. Ist das der, den wir oben bei dem anderen bei dem anderen Tafelding da eintragen müssen, vielleicht? Was, ein korrupter Yokai? Was? Hä? Was bedeutet ja? Diese ganze Gerede, weil er nicht von seinem Arbeitsplatz weg darf, war eigentlich eine Lüge. Du bist in der Tat ein Schalahan. Jetzt schreit doch nicht so oder so sonst. Supermacht! Na, ich wollte ja warnen, aber ihr wolltet ja nicht hören. Tja, ich bin aber weg. Tschüss. Also? Hey, wir sollen besser aufweglaufen. Ja, das brauchst du mir ja nicht zweimal zu sagen. Warum ist eigentlich der Einkaufswagen voll? Oh, jetzt muss ich auch noch hier fahren. gut, zum Glück sind da Pfeile, aber trotzdem. Runter, ja. Aber gut gemacht. Wir haben doch eigentlich einen Schlüssel. Warum muss ich jetzt hier... Okay, vielleicht müssen wir auch irgendwo einsperren. Aber ich finde es gerade lustig, die Musik vor allem. Tap. Oh, da oben ist eine Rampe. Was geht denn jetzt ab hier? Help! Yay! Wir haben es geschafft. Natürlich. IT nach Hause telefonieren oder was? Wie wisst man da eben geguckt hat? Okay, das war nicht lange. Diese ganzen Anspielungen, einfach klasse. Ja, jetzt bist du wieder lustig, Whisper, wenn du mal fliegen kannst. Ja, ich muss hier auch mal, sonst bin ich immer zerquetscht. Da war gar nichts. Ich geh mal wieder. Ah, zum Glück war da gerade die Gesetze der Physik auf unserer Seite. Wie bitte? Ja, für dich vielleicht. Mich hat das gerade an Amys irres Radfahren erinnert. Ah, es wäre leichtsinnig zu denken, dass uns der Supermarktleiter in Ruhe lässt. Jetzt ist also der Moment gekommen. Wir müssen zum Lager, solange wir die Möglichkeit dazu haben. So, dann gucken wir mal weiter hier. Oh, wir können vorher noch speichern, okay. Ich rieche ja eh schon Boss-Time. Vielleicht früher oder später doch gegen den Supermarktleiter kämpfen, garantiert. Wo
Bei der Lagerraum könnte noch mein eigenen Dungeon sein, oder? Lagerinvasion erfolgreich. Habe ich mir doch gedacht, hier wimmelt es nur so vor Zombies. Und wenn Scharlachan recht hat, ist das Zombie-Geheimnis hier versteckt. Ja, aber ich war eben Scharlachan. Dem würde ich so, würde ich gar nichts glauben. Also? Wir haben... wir haben es bisher geschafft. Das darf nicht umsonst gewesen sein. Ja, aber ich wollte das auch mal sagen. Du redest eh viel zu viel, Whisper. Ja, aber... Okay. Die Frage ist nur, was passiert, wenn die Zombies mich erwischen? Das ist die andere, der andere Gedanke, den ich habe. Oh, hier gibt es auf jeden Fall Sachen zu finden. Ein billiger Armreif. Ist schon fast schon lächerlich, dass man sowas findet, aber gut. Kann man hier überhaupt irgendwas machen? Das ist die andere Frage. Oder war das nur zum Verstecken gedacht? Nee, du hast mich gar nicht gesehen. Jo. Am Ende sind die Zombies selber Yokai und die greifen mich nur nicht mehr an, weil ich mittlerweile zu stark bin. Das wäre ja auch lustig. Und ich merke das gar nicht. Okay, da müssen wir rein. War da oben nicht eben noch eine... Ja, hätte ich gerne. Toll, Klugeln. Nee, hab ich gar nicht gesehen. Okay, man verliert ein bisschen Respekt davor, wenn man irgendwie nicht das Gefühl hat, dass die einen wirklich verfolgen. Okay, und da geht's jetzt rein. Okay, kann man von anderer Seite rein jetzt hier? Okay, dann sind wir jetzt wohl angekommen. in der Tiefkühlabteilung. Was ist das für ein Raum und warum ist es plötzlich so kalt? Sieht aus, als wären wir hier in der Fleischgefrierkammer. Ja, Fleisch ist das nicht, das ist nicht gut. Zombies essen Fleisch. Ja, eigentlich essen sie Gehirne, Chibanya, und du bist also zumindest ungefährdet. Weißt du, das will ich überhört haben. Oh nein, das sind sie. Jetzt haben wir euch. Worte, die ich nie hören wollte. Verflixt nochmal, jetzt sitzen wir in der Falle. Ja, dann bleibt uns nur noch eins zu tun. Wir kämpfen. Ihr seid Eindringlinge. Ich sollte euch den Kunden zum Fraß vorwerfen. Alles klar, Boss Time. War ja abzusehen. Okay, tanzt der oder was? Warum ist die Musik so? Badababam, babadabam. Das nimmt sich ja gar nicht ernst von der Musik her, oder? Ich gucke nur gerade, ob man verschiedene Stellen von angreift. Nee, immer nur im Kopf, okay. Was ist das denn hier? Okay. Ja, komm, greif einmal das Fleisch an, was auch immer das bedeuten mag. Die Musik, ey. Yeah, wir tun das Fleisch debuffen. Da, 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 da. Oh, ich weiche mal aus. Ich spiele gerade super die Musik. Erstmal hingerotzt. Bam, 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 bam. So, er steht genau richtig. So, schön ins Gesicht gestrahlt. Der darf dann auch mal. Er tut, glaube ich, auch wieder random schießen. Glaube ich zumindest mal. Alter, was hängt denn da immer die Zombies rum? Achso, jetzt hat der Gegner zugepackt. Okay, alles klar. Wobei natürlich die Frage ist, ob Gift überhaupt wirkt. Keiner wurde getroffen, okay. Okay, die Zombies können nicht spielen. Haben wir einmal gemerkt, alles klar. Toll, jetzt bin ich. Ja, jetzt bin ich leider falsch gelaufen. Ich kann nicht mehr zurücklaufen.
Da, 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 da. Merkt aber schon, ich muss, glaube ich, den Hinovator mal auf pur Fernkampf, also hier Magie setzen, weil Nahkampf bringt ihm jetzt nicht so viel. So, erstmal den Dampf hier wegmachen. Ich glaube, das vor uns heilt, würde uns heilen, denke ich mal. Wobei, nee, das würde uns, glaube ich, eher, ja, gut, ihr seht hochfeuern, genau. So, ich darf auch mal. Vielleicht kann ich vorher noch ausweichen, also trifft ihn gar nicht, verdammt. Ja, nee, er kann es nicht mehr wegen, aber ich durfte nicht mehr. Verkaufsmasche. Nee, das will keiner haben. Au, au, au. Okay, dann macht denselben Kram wie wir auch. Also einfach Felder treffen, random. Ja, ich muss schon sagen, dafür, dass wir ein hochleveliges Team haben, dauert schon ein bisschen länger. Also habe ich auch nichts dagegen. Dann sieht man zumindest, was der Boss noch alles kann. Ba, 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 da, ba, da, ba, 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 ba. Ich verstehe den gar nicht. Entweder nuschelt er nur, oder ich halt selber die Klappe nicht, dass ich nicht verstehe. Da, 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 da. Ja gut, die Zombies brauche ich nicht zu markieren, die fallen ja sowieso um. Ja, ich schmeiß mal aus. Bringt natürlich nichts, wenn man halt Joker hat, die mehr zum Debuffen gedacht sind. Ja, ich tausche mal aus. Los, guck mal, Knochen. Zeig uns, was du drauf hast. Das soll ausgewichen sein. Da stand nur normal. Bam, 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 bam. Ja, dann mach du mal. Wobei ich überhaupt nicht weiß, was das Fleisch überhaupt bedeutet. Wobei, nee, stimmt, das Fleisch könnte ihn vielleicht heilen, deswegen. Nee, ist nur weg. Der haut mit dem Fleisch zu, okay. Achso, jetzt haben wir ihn auch gestunt. Das ist sogar noch besser, okay. Achso, das ist, Na komm, bitte vor. Damit man auch mal seine Ulti sehen. Oh, ist vorbei. Okay, alles klar. Nee, gut, alles gut. Aber lustiger Gegner, muss man schon sagen. Die Musik ist einfach klasse. Vielleicht erst so Zombie und alles gruselig und so. Und dann hat man so eine Musik. Perfekt, perfekt. Nicht doch, er macht immer noch weiter. Alles klar, wir müssen einfach weiter auf ihn einschlagen. Wartet mal bitte eine Sekunde. Ich brauche eine Pause, ich mache doch nur meine Arbeit, ich meine es nicht böse. Warte mal, du kannst noch mal sprechen. Achso. Ich muss ihm, glaube ich, eine andere Stimme geben. Ja, scheint, als hätte er sich von der Rolle des monströsen Marktleiters gelöst. Ja, es war alles nur gespielt. Ich musste das tun, damit er nicht mehr herkommt. Wie meinst du das denn, ja? Naja, es sind kürzlich Menschen eingebrochen, während wir hier waren. Und dann kam dieser Bericht über den Spätnachrichten-Zombie-Supermarkt. Ja. Sprichst du von den Reportern des Fancy-Set-Artikels? Ja, was ist so schlimm daran, dass Leute von euch wissen? Ja, dieser Laden ist für Yokai. Menschen würden den Kunden verschrecken. Unseren Yokai-Kunden zuliebe können wir hier keine Menschen dulden. Ja, ich verstehe, dann macht das natürlich Sinn. Schwierige Zeiten für uns Zombies, seit wir hier die Zombie-Nacht verlassen haben. Wir dachten, wir hätten hier eine Zuflucht gefunden. Die mussten wir verteidigen. Und darum musste ich alle herumspionierenden Menschen verscheuchen. Das war also das Zombie-Geheimnis, von dem Scharlachan gesprochen hat? Ja, war es. Und jetzt ist es gelüftet. Jetzt haben wir keine Wahl mehr. Wir müssen den Laden dicht machen. Warum das denn? Ihr könnt doch weiter hier einkaufen. Wir behalten euer Geheimnis für uns, kein Problem, muss keiner wissen. Echt? Meinst du das ernst? Ist es okay, wenn wir niemandem etwas dafür erzählen, Undead? Klar, das bleibt unser kleines Geheimnis. Ah, danke schön, vielen Dank.
Ihr seid jederzeit herzlich willkommen. Die Kunden haben nichts dagegen euch. Im Namen dieses Ladens bedanken wir uns, dass ihr hier eingekauft habt. Juhu. Toller Boss. Ja, und damit ist dieses Mysterium aufgeklärt. Jetzt bleibt nur noch eine Sache zu tun. Ja, den Part irgendwann mal beenden oder so. Was meint der jetzt? Ich hab nicht zugehört. Ich weiß es. Mysterium aufgeklärt. Was sonst? Okay. Aber schon. Schön. Ausgezeichnet. Ja, wisst ihr, ich hatte niemals Angst. Ich hab gewusst, dass er nur so tut, als sei er ein Zombie. Er ist ein Zombie, Wisper. Was? So, die Supermarkt-Nacht-Zombie-Nacht überlebt. Oh, schon hell, wie lange waren wir da drin? Oh, ja. Lange genug, damit wir uns einen Klopfer auf die Schulter verdient haben. Dieses Mysterium haben wir super schnell aufgeklärt, oder? Ja, das haben wir. Ja, wir haben aber gar nicht rausgefunden, was diese Zombies eigentlich waren. Ist das wichtig? Eines weiß ich ganz sicher. Und was ist das? Ja, der Marktleiter meinte zwar, wir wären jederzeit willkommen, aber ich möchte in nächster Zeit nicht wieder in Nähe dieses Ladens. Das kann ich dir nicht verübeln. Ja, ich bin müde. Ich leg mich da mal hin. Okay. Alles wird gut, mein Schatz. Munkler, könntest du die Y-Akten bitte nicht Schatz nennen? Schau mal, Skepti, du wirst sehen. Ah, jetzt kommen kommt die Story von Blasters, okay. Die haben wir übrigens nicht gespielt. Kapitel 4. Schlafende Artefakte weckt man nicht. Ja, ist klar. Okay. Klingt ziemlich seltsam, findest du nicht? Nicht so seltsam, wie du es bist, Munkler. Komm, legen wir los. Was ist da los? Was macht ihr da? Was ist denn mit euch los? Juhu. Herr Andet, großartige Neuigkeiten. So großartig, wie du es nicht glauben. Ja, die Ankündigung eines neuen Albums von die Supermiesten verblasst dagegen. Was? Das sagt mir alles nicht. Was ist denn das für eine Neuigkeit? Oho, nun diese Neuigkeiten sind... Der Zirkus kommt in die Stadt, ja? Warte mal. Ich wollte das gerade sagen. Ich hoffe, du schämst dich, du Dieb. Aber jetzt hat er mir meinen Auftritt geklaut. Was, der Zirkus? Genial, ich war noch nie im Zirkus. Schlafende Artefakte sollte man nicht wecken. Weckt man nicht. Okay. Baum, 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 baum. Hey, Mac, hast du mitbekommen, dass der Zirkus in der Stadt ist? Oh, ja. Ja, natürlich, ich krieg alles mit. Und den Zirkus würde ich auf keinen Fall verpassen. Yeah. Okay, schauen wir dann demnächst einmal vorbei. Demnächst? Was sagst du jetzt? Das Zelt scheint schon bereit zu sein. Boah, ernsthaft? Ja klar, wie gesagt, ich krieg alles mit. Wollen wir reinschauen? Und ob? Also, wo müssen wir hin? Der Zirkus ist auf so einem offenen Platz drüben in Nordbech. Jetzt, wo wir da das geklärt haben, gehe ich schon mal vor. Bis später. Hey, warte, Mac, und du musst wirklich aufhören, ständig abzuhauen. Naja, so ist er halt. Okay, warte mal, ich gehe mal kurz raus, nicht, dass ich jetzt irgendwie noch irgendwas triggern muss vorher. Nee, okay, ich würde mal sagen oder fast behaupten, dass ich jetzt wieder den Part endlich beenden darf oder so. Wisst ihr ja, wegen hier Münzen einwerfen und sowas, und dass ich auch bald zu Yokai Watch Blasters kommen kann unter der Woche eventuell. Ja doch, ich denke mal, das klappt hier soweit. Dadam, bam, bam. Ich gucke trotzdem kurz mal nach. Das werde ich dann merken. Na, okay, wie man sieht, ist hier schon der Zirkus. Aber ich müsste dann mit ihm hier reden. Okay, alles klar. Also kann ich dann trotzdem hier... Yokais entdecken. Ach, der Luftballon. Ist
das jetzt Smoggy? Ja, Smoggy, was machst du da? Warum bist du ein Luftballon? Oder warst du im Luftballon? Ja, du hast mich gefunden, dabei war ich so gut versteckt. Komm ich in die Quere, sonst heiße ich hier ein. Ja gut, klick doch schnell auf die Nuss. Ich nehme jeden mit in den Himmel, der mich am Schwanz packt. Okay. Wenn ich meinen Schwanz aber abfällt, fällst du auch. Lass mal einfach mal so stehen, okay. Also das Zirkus gucken wir auf jeden Fall uns das nächste Mal an. Aber trotzdem praktisch, dass ich hier dann trotzdem weiter Münzen einwerfen kann und auch zum Blasters gehen kann. Okay. Dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir gerne einen Daumen hoch geben. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Yuka Watch 3 sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Nicht zu vergessen, immer schön die Glocke aktiviert zu haben bei YouTube, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Oder nicht vergessen, dass ich jeden Mittwoch bis Samstag auf YouTube und Twitch streame, live. Falls ihr also Zeit und Lust habt, würde ich mich natürlich sehr freuen. So ab 17, 18 Uhr. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.